So. Jetzt haben wir so ein bisschen rumgeackert. Das ist jetzt mittlerweile wieder tags geworden, liebe Leute. Ach, den brauchen wir nicht mehr. So, und ja, ein paar Bäume habe ich mir tatsächlich mitgenommen. Jetzt gilt es darum, Speere zu machen. Und müssen wir mal gucken, dass wir uns mal ein paar, nennt sich das gleich noch, Speerschleuder-Geschosse machen. Dafür wollte ich eigentlich gerne alle Seile benutzen, einfach. So. Wo haben wir das denn? Ohne Angel. Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen das hier. Dafür machen wir uns ein paar. Ich glaube, 5 Stück kann ich mir machen. Das wäre ja schon mal ausreichend erstmal. Dann hätten wir damit die Munition schon mal wieder voll. Ich glaube, jetzt kann ich mir keine mehr machen, ne? Richtig. So, damit den Rest machen wir uns eine schöne Speere. Bevor wir abdampfen. Es ist schon so mitten am Tag, Freunde. Bevor wir abdampfen, wollte ich eigentlich ganz gerne nochmal diese Bälle, die wir in der letzten Folge geholt haben, nochmal wiederholen. Natürlich speichern wir auch vorher. Quatsch, wo sind die Speerwerfer? Da sind die Speerwerfer. Genau. Das ist alles schon mal so Vorbereitung auf den... Wie nennt er sich gleich nochmal? Genau, die behalte ich aber jetzt in der Tasche, glaube ich. Die behalte ich in der Hand, die restlichen Speere. Ah, ne, guck mal, hier können wir nochmal zufügen. Habe ich auch noch einen normalen Speer dabei? Müssen wir dieses Potenzial ja auch mal irgendwie ausnutzen. So. Nervös. Was ist das hier? Wo waren wir jetzt? Babadam. Komm schon, ich habe dich ausgerüstet, Axt. Gib mir dich her. So. Ein Normalspeer. Jetzt Fischspeere. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was besser ist. Ich weiß es nicht. Produzieren wir erstmal. Vielleicht finden wir auch diesen merkwürdigen, skurrilen Hai, den wir da gesehen haben. So. Da haben wir alle Trucks verwendet. Trucks, Trunks. Ja, ich glaube, hier sind auch alle weg. Gut, cool. Dann lass uns das mal kurz eben abspeichern, falls mir was Dummes passiert, wenn ich jetzt dann dieses... Lass mal kurz einen Schluck trinken noch schnell. Was sagt was? Essen könnten wir mal... Ah, da hinten ist was zu essen. Komm. So, sehr gut. Ach, komm schon. Ach, guck mal, habe ich gleich in der Hand. Sind wir sogar Hilti wieder. Das ist natürlich ziemlich geil. So, jetzt aber speichern. Komm. Hier gibt es noch Schlangen auf dieser Insel. Da muss man echt aufpassen, vorsichtig sein und alles Mögliche. Safe. Dauert ein bisschen. Danach freest der ganz stark. Freest der zweimal, freest der dreimal, dann ist er fertig. Liegt es am PC? Wahrscheinlich. Hm. Ich habe noch andere Spiele, die wir nach Stranded Deep machen wollten. Ich weiß gar nicht, ob ich spielen kann. Weil, wegen Lecken und so. PC nicht so gut. Da wäre zu einem Dayangis draußen. Jetzt endlich. Und. Was habe ich da jetzt gerade reingeworfen, bitte? Okay. So, und. Da war ein Bogen drin. Das müssen wir uns merken. Okay. Ich glaube, damit könnte man sich auch mit so einem Ding anlegen, ne? So, aufpassen jetzt bitte, dass wir nicht schon wieder irgendwie vergiftet werden. Da sind ja schon diese Giftarschlöcher. Ach, ein Hammerhai? G
Leute, ein Hammerhai. Sag mal Hi zum Hammerhai. Nicht schlecht. Hier wacht der Hammerhai. Guck in. Oh Jan, Alter. Geile Nummer, Freunde. Wirklich mega cool. Da, genau vor. Guck mal hier. Genau vor dieses Ding, wo ich da hochklettern kann. Da liegt ein Scheiß. Seestern rum, ey. Und anders kommst du hier nicht am Boot. Wie asozial ist das? Das ist ja mega kacke hier. Ey, der ein Hammerhai, ne? Oh, Alter, hier auch. Wie bin ich denn hier überhaupt lebend gerade längst gekommen? Echt scheiße vorsichtig sein hier. Der Hammerhai ist jetzt weg. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht sehr, sehr in die Korallen reinschwimmen, weil da sind jede Menge Seeigeln drin. Ich finde das total kacke hier. Die einzigste Möglichkeit, da hochzukommen, ist da dieses... Oder wir parken unser Floß daneben. Müssen wir allerdings hinziehen. Ist auch sehr kompliziert und schwierig. Alle Mäste sind... Also alle Segel sind runter. Das ist sehr gut. Na komm, wo ist das Ding? Da. Ich bin jetzt eigentlich nicht wegen Hammerhai hier, aber dass wir den Hammerhai hier schon gesehen haben, das finde ich schon mal Weltklasse. Ich glaube, ich möchte gerne noch einmal speichern fast. Nee, eigentlich danach. Nachdem wir unsere Sachen geholt haben. Nun komm, wieso lässt er sich denn nicht... Es gibt jetzt scheiß Wetter, hm? Was ist denn da los? Wieso können wir den 0 mm bewegen hier? Was ist da los? Nee, der ist okay. Jetzt können wir ihn bewegen. Drop den jetzt. Noch schnell ein Dings. Ein Hammer. Ja, nehme ich doch den Hammerhai. Okay, der war natürlich ziemlich gut, der Witz von mir jetzt. Fand ich persönlich ziemlich stark. Habe ich auch lange drüber nachgedacht. Aber kann mir mal einer erzählen, wo mein Hammer jetzt ist? Da hab ich den Hammer. 73%, naja, das kriegen wir hin. Das ist immer noch der Hammerhai. Das ist so cool. Finde ich super cool, wirklich. Flägern. Spritkanister. Ich habe kein Seil dabei. Habe ich überhaupt noch Seil? Ich glaube nämlich nicht. Also können wir das hier erstmal als erledigt betrachten quasi. Das ist scheiße, ne? Das ist cool, dass hier ein Hammerhai unterwegs ist, ey. Hat sich erledigt, Freunde. Abfahrt. So, wir sind vor die Insel gefahren beim letzten Mal.
Das muss... Oh, Alter, wieso können wir hier nicht vernünftig rumlenken? Das dauert ja Ewigkeiten einfach. Jo, bleib entspannt, Junge. Bleib entspannt. So geil mit dem Hammer hier einfach, Freunde. Wirklich cool. Super, super, super cool. Finde ich mal was Neues einfach, wisst ihr? Das ist eben halt das, was ich so toll finde daran, dass wir einen neuen Hai gesehen haben. Nicht immer die Tigerhaie, sondern jetzt auch mal wirklich einen Hammerhai am Start, ey. Okay. Er klopft mal an, ne? Genau, da hinten sind sehr viele Wracks. Sehr viele Wracks. Der Hammerhai gibt auf. Und jetzt sollen wir mal gucken, dass wir hier irgendwo... Hier gehen wir gleich mal vor Anker. Und schauen wir mal, weil wir hier ja die Aufmerksamkeit eines anderen Teils hatten. Wo ist eigentlich unsere Heimatinsel? Das ist die doch dann, ne? Genau. Ich möchte am liebsten mal runtertauchen. Nicht. Okay. Ja. Ziemlich nice, soweit. Schade. Ich will diesen Spattelhai finden da. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Hai gewesen ist. Dieser rumgespattelt ist, den will ich haben. Und wir schwimmen natürlich gleich nochmal zu dieser Insel zurück, glaube ich einfach mal. Da ich diese Dingens haben möchte, diese Bälle. Ne? Ja. Wo ist dieser Spattelhai? Genau, das ist unsere Heimatbase da hinten. Heimatbase. Ich weiß nicht, wieso ich das damit habe. Keine Ahnung. Was schwimmt denn da? Ach nee, da sind noch hier... Das sind Schiffswracks. Ey, ist das schon... Nein. Das ist nicht unsere Heimatbasis. Das rechts ist unsere Heimatbase. Hier vorne. Wir verfahren uns wieder ordentlich. Das ist merkwürdig, Freunde. Wieso hab ich's denn bloß mit dieser Insel? Ganz egal, wir könnten noch mal schnell... Egal. Wir sammeln noch mal schnell diese Dingens ein. Hier nochmal, dass ich hier nochmal Seile machen kann. Und dann sammeln wir uns nochmal die Bälle ein. Und dann war es das wieder für heute. So können wir es machen. Ich muss aber noch ein paar mehr Speere sammeln. Da bleibe ich nachher auch auf dieser Insel. Oder, ja, nicht auf unserer eigenen Insel. Das ist natürlich scheiße. Ich muss auf jeden Fall viel mehr Speere sammeln. Es wird ja auch schon wieder dunkel, seht ihr? Dann bringt das ja auch nichts mehr. Oh, ich möchte gerne mal... ein richtigen Driftmanöver einleiten können hier. Das klappt gerade tatsächlich. Wird das erwartet, ha? Na, nicht ganz. Wir ecken an. Ach, scheiße, komm schon. Ach, schade. Naja, was soll's. Gut, lassen wir mal ganz schnell gucken hier für das hier. Na komm, nimm mit. Machen wir auch mal was zu essen hiervon. Oh, Alter. Na komm. Müssen ein bisschen vegan jetzt leben hier tatsächlich. Was aber nicht so ein Problem ist. Hauptsache, wir können leben. Was sagt eigentlich so unser... Ich mach manchmal gar nicht gucken. Aber sieht ja eigentlich ziemlich nice aus alles. Oh, wir kriegen Kaffee, Leute. Ist das nicht geil? So. Mangetack. War das alles? Mehr gibt es hier nicht? Nee, wahrscheinlich nicht. Jetzt ist die Krabbe ganz hinten verirrt. Vielleicht gibt es ja diese Superfrucht irgendwo noch. Das wäre natürlich auch mega cool. Ach, das müssen wir auch noch machen. Wir müssen auf jeden Fall noch...
ganz wichtig, Treibgut finden und dann wirklich mal was von abernten. Und hier hätte ich mal gesagt, hier Farmbeete machen, damit wir mal ein paar Sachen anbauen können, sowas wie Pipi und so. Denn wenn wir nachher mal diese Bossgegner alle besiegt haben, dann wollen wir ja trotzdem noch ein bisschen an unsere Base rumbasteln. Also ich denke mal, 50 Folgen werden hier mindestens rauskommen von diesem Spiel hier tatsächlich. Jetzt sind wir aktuell bei 36, nicht ganz. 37, 38 wäre das hier die Folge. 38, vielleicht sogar 39, weiß ich jetzt nicht. Wäre schon cool. Wenn man da so ein bisschen sich was zurechtlegt, weil auch selbst beim Bauen kann man ja vergiftet werden von diesen hässlichen Quallen und was es hier nicht so alles gibt, ey. Das ist Pipi. Oh, geil, das ist Pipi. Ist es Pipi? Nein, das ist kein Pipi. Doch, das ist Pipi. Definitiv lassen wir es nicht liegen. Ich stehe auf Pipi. Ja. Ja, Inka, ich mag gerne Pipi. So. So, jetzt lass mal gucken. Vielleicht haben wir noch diese eine Turbofrucht hier drin. Das wäre auch noch mega cool. Oh, guck mal hier. Was haben wir hier denn? Ist das... Scheiße, natürlich habe ich jetzt keine Axt am Starten. Hätte ich auch gar... Also keine Spitzhacke dabei. Hätte ich aber auch... Ach, das ist aber sowieso Steine. Und Steine brauchen wir gerade nicht. Warum befindet sich sowas nicht auf unserer Insel? Das frage ich mich schon seit 3 Jahren. So, ich glaube, jetzt sollten wir genug haben. Wie viel haben wir denn insgesamt? Hm. Genau, und dann bleibe ich auch auf der anderen Insel tatsächlich. Da drüben hier. Und werde dann auch speichern da. Und werde dann da weiter... Ja, super. Sperre machen. Aber wie gesagt, Leute, ich fand das mega cool, dass wir heute einen Hammerhai gesehen haben. Das finde ich richtig geil. Also wirklich, Freunde. Okay, wir können uns tatsächlich 3 solche Seile machen. Das ist natürlich auch ziemlich cool. So. Mal ganz kurz einsammeln hier den ganzen Shit. Anker weg. Da. Und hoffen, dass wir jetzt nicht auf dem... Ich glaube, Freunde, das müsst ihr ja nicht sehen, wie ich mir das Ding einsammle. Ich glaube, wir fahren jetzt einfach wieder dahin. Und dann ist auch Schluss für heute. Wir fahren aber die Fahrt nämlich, glaube ich, noch auf, weil es kann ja immer was Cooles passieren. Ja, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Also, Was ist denn das? Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde. Tschüss, ne?